Vom Toggenburg sind wir näher an die Industriezentren von unserem Landherr, in ein Dorf nur 17 Kilometer von einer grossen Stadt entfernt. In diesem Haus wohnt zu Miet die Familie Moosmann. Da sehen Sie die Frau Moosmann beim Abwäschen. Es hilft ihr der 11-jährige Wernerli beim Abtrechnen. Der 12-jährige Röbi ist unterdessen bei einem Bauer, tut Äpfel auflesen und er verdient sich damit ein bisschen Geld. Man hört später, was mit dem Geld geschehen soll. Die Alice da, die ist 8-jährig, die hilft Heftli vertragen und verdient auch ein kleines Schübeli Geld dabei. Das 4-jährige Esterli, das lebt noch ganz in seiner Babywelt. Das 5. Kind, das 5-jährige Rutli, können wir Ihnen nicht zeigen, nur hier in dieser Foto. Es liegt chronisch krank in einem Spital. Überall helfen die Kinder mit, sei es beim Küngeli füttern, sei es auf dem Pflanzplatz, sei es auch beim Holzsuchen im Wald draussen. Der Herr Moosmann, der Familienvater, ist Zimmermann und schafft bei einem Arbeitgeber. In der Zeit der gegenwärtigen Baukonjunktur wird es manchmal sehr spät zur Nacht, bis er heimkommen kann. $10, $20, $25, $26, $28, $30 Danke, Frau Moosmann. So, da haben Sie Quittung für die 30 Franken. Danke, Vino. Wiedersehen, Frau Moosmann. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke, ebenfalls. Sehen Sie, so geht das Geld fort. Ja, das Geld. Frau Moosmann, ich muss nochmal auf das leidige Thema zu reden kommen und Sie bitten, uns einmal Ihre Einkünfte und Ihre Ausgaben auseinanderzulegen. Ja, das ist ja so. Mein Mann bringt mir alle 14 Tage den Zahltag. Es sind so etwa 400 Franken, einmal mehr und einmal weniger. Kommt ganz darauf an, wie viel Überstunden er arbeitet. Dann gehen 80 Franken weg für den Hauszins. 32 geht weg für die Krankenkasse. Für die Lebensversicherung 30. Und die Käse für Milch, Anken und Käse ist es immer über 100 Franken. Spital ist es durchschnittlich 100 Franken. Es ist nicht immer gleich. Für Kleider und Schuhe und Wolle habe ich auch immer meine Auslagen, jeden Monat. Es ist nicht immer gleich. Und dann hat man noch Heftchen. Teil mit Versicherung und Teil nicht und Zeitungen. Dann haben wir halt noch gerne etwas und das wäre Bücher. Also alle 6 Wochen. Haben wir schon gerne wieder ein frisches Buch. Kostet etwa 7,5-8 Franken. Und dann gibt es noch das und das, wo mir jetzt nicht gerade in den Sinn kommt, aber die so Auslagen sind immer da. Danke, Frau Moosmann. Also wenn Sie da die schriftliche Niederlegung von dieser Buchhaltung anschauen und nachrechnen, werden Sie sehen, dass nur für die gröbsten Ausgaben von diesen 800 Franken schon 417 Franken weggehen. Wir haben aber noch nicht Steuern, wir haben noch nicht Strom, wir haben noch nicht Schuhreparaturen usw. Wir haben keine Lebensmittel außer der Milch berechnet. Wir haben keinen zusätzlichen Brennstoff, keine eingekellerte Früchte usw. Wir sehen also, dass das Budget ganz außerordentlich knapp ist. Und deswegen die Frage an Frau Moosmann, wie teilen Sie es dann ein, dass Sie überhaupt durch mögen? Ja, die Kinder müssen Kleider austragen. Man kauft nicht immer nur neues. Man tut es auch flicken. Auch mit den Schuhen hat man es so. Was grösser nicht mehr tragen kann, trägt es kleinere noch. Dann haben wir einen ziemlich grossen Pflanzplatz, wo man das Gemüse pflanzen.
Dann gehe ich mit den Buben in den Wald den Sommer durch und suche ein Holz für den Winter. Ein bisschen etwas muss man dann schon noch dazu kaufen. Auch leben wir einfach. Man hat nicht alltägliche Brote oder sonstes Fleisch auf dem Tisch. Das Gemüse ist die Hauptsache und die Herdöpfel. Und im Vergnügen auch gehen wir nicht. Wir sind so gern unter uns. Wir haben gern das Familienleben und wir haben ja eigentlich ein schönes. Wir haben Freude an den Kindern. Ja, manchmal denke ich schon, es dürfte ein bisschen mehr sein, aber man schickt sich rein und hat ein bisschen Gottvertrauen und dann geht es schon. Frau Moosmann, wir haben jetzt die vier Kinder gesehen, die da bei Ihnen zu Hause sein können. Und man hat den Eindruck, dass das sehr gescheite, nette Kinder sind. Und es drängt sich jetzt doch eigentlich die Frage auf, was wird eigentlich aus denen werden? Was haben Sie für Zukunftspläne für Ihre Kinder? Ich will sie alle etwas lernen lassen. Sie tun heute schon darauf hin sparen und wir tun ihnen so gut es geht ein bisschen helfen. Sie tun Heftchen vertragen, sie gehen zu den Bauern arbeiten und was verdienen. Wie gesagt, das dürfen sie Kessel tun. Da gebe ich mir Mühe, dass rechtschaffene Menschen werden. Dass sie, wie soll ich das sagen, dass sie nicht oberflächlich sind. Das finde ich ist wichtig, was man einem jungen Menschen gibt. Und eben arbeiten, das müssen sie jetzt schon lernen. Das, liebe Zuschauer, war die Familie Moosmann. Wir wollten Ihnen zeigen, dass trotz dem goldigen Strom der Hochkonjunktur, der gegenwärtig durch unser Land durchgeht, sehr viele Gemeinden, vor allem aber auch sehr viele einzelne Familien, noch von sehr schweren materiellen Existenzfragen bedroht sind. Positiv in diesem Zusammenhang kann man ganz sicher werten, die Erkenntnis von dieser Frau Moosmann, dass Geld allein nicht glücklich mache. Aber ein Gemeindewesen kann sich zum Beispiel nicht mit dem zufrieden geben. Es muss eine Lösung für seine schweren Probleme finden. Und da glaube ich, dass gerade jetzt, während der Schweizer Woche, man daran denken sollte, dass die Allgemeinheit so einer Gemeinde helfen muss und dass ganz bestimmt auch Privatwirtschaft mit ihrer Initiative manche schwere Gemeindelast leichter gestalten könnte.